Geil, Mann! Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Oscar hat ein Video hochgeladen, was heißt, Siri bestimmt einen Tag lang mein Essen und meine Frau irgendwas. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat das schon mal gemacht. Also er hat schon mal Siri sein Essen bestimmen lassen und da gab es so einen kleinen, ja, jetzt nicht Shitstorm, hier, Siri bestimmt einen Tag lang, was ich essen muss. Das Video hat 1750 Dislikes bekommen und 11.000 Daumen nach oben. Und manche Leute haben da so kritisiert, bla bla bla, ja, Digga, das war so cringe. Und jetzt kam Teil 2. Ob das Ganze auch so gut ankommt oder nicht so gut ankommt, werden wir gleich sehen. Siri bestimmt einen Tag lang mein Essen und meine Frau ist eifersüchtig. Wir haben hier 1679 Daumen nach oben und 209 nach unten. Das ist nicht katastrophal viel nach unten, aber überdurchschnittlich viel, würde ich mal sagen. Oh, shit. Habt euch Mühe gegeben, aber ich finde es nicht lustig. Oh, oh. Die neuen Prank Bros, da sind sie. Oh, shit. Okay, da bin ich mal gespannt, Alter, was das wird. Also, das wird auf jeden Fall ein Video, was polarisiert. Was zuvor geschah? Hast du es gehört? Was denn? Vielleicht war das Steven wieder. Ach, Schatz, können wir nach Hause? Ich glaube, die sehen uns echt, wenn hier Licht ist. Ich will hier weg! Dieses Video dient zur Unterhaltung und daher bitten wir unsere Zuschauer höflichst, den Stock aus dem Arsch zu nehmen. Danke. Oh, geil, das finde ich nice. So eine Nachricht am Anfang feiere ich schon mal extrem. Also, dass halt die Leute das ein bisschen mit Humor nehmen, dass das halt gespielt ist, so quasi ein bisschen übertrieben vielleicht, manche Reaktionen auf Humorbasis quasi. Ob man den Humor feiert oder nicht, ist ja dann immer noch was anderes. Ich muss jetzt gucken, was das ist. Nein, du bleibst hier. Ich muss jetzt raus. Schaff's bitte, ich hab Angst. Ich will wissen, was das ist. Komm, lass uns den Tisch nach hinten machen, Handy die Pizza. Oh. Erst später weiter, ich gehe jetzt raus, okay? Ah, oh, bitte, pass auf dich auf. Ja, mach ich. Mir wird nichts passieren, ich verspreche es dir. Ich guck jetzt die Geräusche. Was das war, ey. Irgendwas raschelt da. Irgendwas raschelt. Oh mein Gott, ich muss fast heulen. Leute, oh shit. Oh shit, ich muss mich verstecken. Ich hab Angst, Digga. Das Gesicht, da ist irgendwas. Okay, der Anfang erstmal, du klickst auf das Video und denkst so, irgendwas kommt mit Essen und mit Siri. Und erstmal so laufen die in der Nacht irgendwie im Auto rum und denkst du so, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Oh mein Gott. Das, oh mein Gott, da ist es. Fuck, der Hund hat's auch erkannt. Ich hoffe, Mandy macht sich nicht zu viel Sorgen, aber ich werd's austricksen. Jetzt kommt Dodo. Oh mein Gott, es ist was Schwarzes. Es ist Dodo. Oder Steven. Ah! Oh Gott, Steven, Mann! Du hast uns so einen Schrecken eingejagt, Mann! Nein, das wollte ich doch nicht. Ich spiele doch nur ein bisschen Minecraft hier. Du wolltest... Ich fand's witzig. Also es war auf jeden Fall übertrieben gespielt und so, aber mit der Auflösung, so wie unschuldig Steven da sitzt, fand ich's witzig. Ich frag mich so, warum die Leute dann halt, wenn man den Humor nicht feiert und sagt, okay, gut, das ist so übertrieben gespielt oder so, ist nicht das, wofür ich dich abonniert habe. Yo, dann, keine Ahnung, die Kritik dazulassen ist das eine, aber so zu haten ist was anderes. Das ist uns erschrecken. Nein. Gibst du, Digga? Was ist mir in Ruhe, Alter? Digga, ich schlag dich, komm her, Mann. Digga, du hast uns so erschrocken. One on one. Warum hast du Angst, Mann? Ja, mir geht's gut, ist nichts passiert. Weißt du, was das war? Das war Steven! Nein! Wenn ich den wiedersehe, den prügel ich windelweich, Mann. Lass uns abhauen. Du siehst doch, wir haben keine Batterie mehr im Auto. Was machen wir jetzt? Wir waren zu sehr im Auto. Auto ist leer. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, aber ich kenne da jemanden, der sich mit Autos auskennt. Was kommt jetzt? Siri. Warum denkst du hier an Siri? Ja, ich weiß, dass sie das kann. Also sie könnte uns sagen, wie der Motor. Dann soll sie uns helfen, dann... Löschst du sie bitte wieder? Oh mein Gott, das sieht so kompliziert aus. Hey Siri. Was kann ich für dich tun? Was ich witzig fand, manche haben reingeschrieben, yo Digga, das ist fake mit Siri. Nein! Digga, ach Siri, nein, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eine Frage. Wie startet man ein Auto, das nicht mehr anspringt? Siehst du das blaue Ding rechts unten? Was? Das musst du einfach kurz aufmachen und wieder zu. Dann sollte es wieder gehen. Okay, dann versuche ich es einfach mal. Nie im Leben. Was? Was? Es geht! Ab nach Hause und dann ins Bett. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Jetzt geht das Video für mich gefühlt richtig los. Tagsüber, man erkennt was und so weiter und so fort. Ich muss sagen, gestern war schon etwas gruselig, aber zum Glück ist nochmal alles gut gegangen. Und ich muss sagen, Mandy ist echt eine tolle Frau. Ich bin echt glücklich mit ihr. Wir haben vor kurzem geheiratet. Sie ist mega treu. Sie bringt mich immer zum Lachen, aber irgendwie... Irgendwie kriege ich eine Frau die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Vor allem seit gestern. Ich habe mich wieder erinnert und
Es ist einfach... An wen denkst du denn? An niemand. Niemand. Ich hab nur so... Ach so, dann ist nee, ja gut. Ja, ja. Das war knapp, ey. Ich könnte ja nur einmal, nur ein einziges Mal. Siri, nur ein komm. Einziges Mal. Sie wird es eh nicht mitkriegen. Er wird fremdgehen mit ihr. Hey Siri. Guten Tag, was gibt's? Ich habe eine Frage. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Könntest du mir bitte ein... Dieser Blick von Oskar schaut echt so ein bisschen so... Digga, was hat er den Heiligen Gral hier gefunden oder was? Mal, nur ein einziges Mal sagen, was ich heute zum Frühstück essen soll. Ein Körnerbrötchen mit Camembert und Marmelade und ein Cappuccino. Oh, danke, Siri. Du kennst mich so gut. Was war das? Nichts. Ach so, ich dachte, ich hätte was gehört. Nein, das war nicht. Lass uns frühstücken. Das Witzigste ist, wenn Mandy anfängt, so eifersüchtig und sauer zu spielen. Das finde ich so amüsant, weil sie ja immer so gut drauf ist. Und dann wird es wirklich lustig. Okay. Okay. Jetzt schaut alles noch gut aus. Die beiden vertragen sich. Siri war noch nett. Und spannend. Was hast du dir geholt, Schatz? Einmal ein Käsebrötchen mit Camembert. Und dann... Ah, Digga, Mandy. Oh Mann. Mandy, Digga, der Camembert. Noch was Süßes genommen, und zwar das hier. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. So mit Nougat gefüllt. Das ist der Kammriegel. Oder wie sagt man, der Kamm... Ich sag echt, hör auf. Bild. Ich hab hier so ein Körnerbrötchen mit Cornflakes obendrauf und Camembert. Hey, du magst doch und Marmelade. Dazu habe ich ein Cappuccino. Du magst doch gar kein dunkles Brot. Du weißt ja, ich mag ein Cappuccino und das, da hatte ich... Für dieses Brötchen habe ich mich schon immer interessiert und ich dachte mir, irgendwann muss ich mir das mal holen. Für dieses Brötchen habe ich schon immer... Warum bist du so skeptisch? Irgendwas stimmt hier heute nicht. Du weißt doch, ich habe nie was zu verbergen vor dir. Boah, so lecker. Sie kennen mich so gut. Ich wusste, dass ich das mögen werde. Du hast schon gesagt, dass es lecker ist, bevor du es überhaupt abgebissen hast. Das kann ich so krass empfehlen. Richtig gut, wir essen das Ganze mal auf und dann geht's zum Mittagessen. Okay, Mandy wird langsam eifersüchtig und skeptisch. Irgendwas stimmt nicht. Hey Siri. Aha. Rede mal bitte leise, okay? Okay. Okay, danke. Wir sind gerade auf dem Weg zum Mittagessen. Wer ist wir? Hey, ich meine, ich bin gerade auf dem Weg zum Mittagessen. Kannst du mir bitte sagen, was ich mir holen soll zum Mittagessen? Hol dir Moment, die Nummer 90 von New Saigon. Ja, Mann, das ist richtig gut. Eins meiner Lieblingsessen. Du kennst mich so gut. Ich finde, dass Oscar eigentlich gut schauspielert. Also, er macht das nicht schlecht. Man kann nicht sagen, dass das schlecht gespielt ist. Besser als die Prank Bros auf jeden Fall. Den Kommentar mit Prank Bros verstehe ich nicht ganz. Schatz, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich hab Bock auf New Saigon. Und du? Ich hab da jetzt keine Lust drauf. Können wir Pizza essen oder so? Nee, ich lass mal New Saigon. Oh, Schatz, nein! Ich muss zu New Saigon. Ich hab's mir fest in den Kopf gesetzt, vorgenommen heute. Also irgendwas stimmt heute mit dir nicht. Darauf komm. Du kriegst Partei, das magst du doch. Okay. New Saigon. New Saigon hat immer noch auf zum Abholen. Ich hab gar keine Böcke. Kein Hunger? Doch, aber nicht auf. Ja, bitte kriegt ihr sich ihre 5 Minuten, dann war's, das wird's alle. New Saigon hab ich doch gesagt. Ich hab schon wieder Partei. Schon wieder die Nummer 90? Als hätte das jemand ausgesucht für mich, der mich sehr gut kennt. Das Schatz ist Propst auf den Jacke. Das propft. Ich bin so ein dummer Junge. Wer hat das denn für dich bestimmt? Was hast du da gerade gelabert? Das kommt davon, wenn man nur noch Videos dreht, einen Tag lang bestimmt dies, einen Tag lang bestimmt das, da kann man nicht mehr selber bestimmen, was man isst, sondern da bestimmt immer jeden Tag irgendjemand. Da heißt schon, du isst das, das hast du gar nicht selber entschieden, sondern das hat wieder irgendjemand für dich bestimmt. Deswegen fragt Manny direkt, wer hat das für dich bestimmt? Ich hab gesagt, als hätte. Sure, wenn ich irgendwas mitbekomme, nee. Dann ist es aber Kacke am Dampfen. Passt besser auf. Was sollst du mitbekommen? Wenn hier niemand will, dass Mandy sauer wird. Bestimmt. Irgendjemand jemals mein Essen bestimmt, dann bist du das natürlich. Schaut mal. Oh, das sieht so lecker aus. Da machen wir jetzt ASMR-Zitronengeräusche. Wetten, Zitrone macht kein Geräusch, nee. Wenn du es drückst. Doch.
Geil. Mein Essen sieht so aus, natürlich die Nummer 90. Schmeckt so wie beim Dartessen. Mandy weiß noch nichts. Als hätte dir das jemand bestimmt. Wie kommst du drauf? Du bist heute so skeptisch. Ja, okay. Ist von hier bis nach Berlin. Ist so lecker. Das könnte ich jeden Tag essen, außer heute, wenn ich es essen muss. Boah, ey, meine Synapsen brennen wieder durch. Ich merke das. Das merke ich. Echt? Ja. Sie, Mandy, kann ich mal probieren? Mandy? Ich Schatz, meine ich. Kann ich mal von dir probieren? Schatz? Nö, nee, jetzt nicht mehr. Warum? Du nennst mich doch nicht Mandy. Du heißt doch so. Aber du nennst mich nie so. Das ist mir so ausgerutscht. Meinst du, schön scharf und heiß. Perfekt für das Wetter hier. Meinst du, es ist heiß und mir ist kalt. Was? Meins ist heiß und mir ist kalt. So, das habe ich jetzt erst gecheckt. Komplett random, los aus dem Zusammenhang. Mandy, danke für die Info. Dir ist kalt. Das war richtig lecker. Wir holen uns jetzt ein paar Snacks vom Supermarkt. Und was ich immer zwischendurch trinke, ist diese Mio Mate Zero. Habe ich bestimmt, dass du das trinken darfst oder was? Alter, warum riecht... Jetzt geht's ab. Jetzt gibt's Beef, Freunde! Sie? Keine Ahnung. Hey, Siri, was soll das? Du hältst jetzt die Schnauze. Warum redet sie? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie hat. Warum meinst du, sie hat das denn nicht bestimmt? Ich hab schon jahrelang... Du weißt doch, das eine Mal, das war... Seitdem hatte ich nie wieder... Warum redest du? Sei doch nicht sauer. Oh ich Gott. Wenn sie jetzt anfängt zu reden, Freunde, dann war's das. Schaut euch diesen Blick an. Wenn deine Freundin diesen Blick macht, dann... Renn. Das war ein ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung. Ich hab doch dieses neue iOS. Das hab ich auch und bei mir redet keine Siri. Ja, ich hab dieses... Es ist ein iOS-Fehler, Systemfehler oder so. Ich schwör's dir. Okay, wenn sie nochmal redet. Ich wollte doch meine Mate trinken und mit dir im Supermarkt ein paar Snacks holen. Ja, das war wollen jetzt. Wir? Dann fahr jetzt. Aber ist alles gut? Ja, ist alles gut. Hey Siri. Aha. Warum sagst du aha in letzter Zeit immer? Na, dann denkt man scharf nach, wie du in letzter Zeit mit mir umgehst. Das geht echt gar nicht. Hey, ja, das war doch... Jetzt kriegt er Beef mit beiden. Nicht so gemeint. Nö, jetzt kannst du mich auch immer... Nein, sei doch nicht sauer. Was soll denn das? Es tut mir leid, ich werde nie wieder so mit dir reden. Ich will doch nur, dass du einmal mein Essen noch bestimmst. Nur noch einmal bitte. Ich gehe jetzt in den Supermarkt und ich will mir Snacks holen. Nein. So lass ich halt einfach nicht mit mir bitte, reden. Bitte, sag mir doch einfach nur, welche Snacks ich will. Hallo, mit wem redest du da? War das gerade Siri? Nein, das war... War das Siri? Nein, das war eine Sprachnachricht. Ich wusste, du betrügst mich schon wieder. Was? Die klassischen Frauen, man kennt sie. Die Frauen, die so ganz zufällig an der Ecke warten und lauschen oder so. Ah, ich stand hier gerade sowieso und hab zufällig gehört, dass du mir fremd gehst. Was redest du? Das war doch nur eine Sprachnachricht an Kevin. Zeig. Du willst jetzt mein Handy gucken, oder was? Ja, zeig. Nein, ich muss dir doch jetzt nicht mein Handy zeigen, was ich da... Doch, auf nicht. Privat hin und her. Hallo, es geht um Kevin. Es geht um Siri. Ja, Kevins Freundin du heißt Siri und Siri, ich will ihm nur helfen. Ja, genau, ist Kevin jetzt mit Siri ja, zusammen? Ja, sie heißt nun mal Siri, es gibt ja, solche es Namen. Es gibt und nur diese ich muss Siri. Ihr dürft eins nicht vergessen in so einem Video, wenn das gespielt ist und dich so selber filmst. Also wohlgemerkt, Betonung liegt auf selber filmen. Sowas noch zu filmen, wenn du dich noch gleichzeitig selber filmst, ist noch schwieriger. Wenn dich mal anders filmt, ist noch was ganz anderes. Nur helfen, das ist privat. Du weißt ganz genau, was wir für da durchgemacht haben. Ja, nee, es war wirklich... Es war so schwer, mein Vertrauen wieder aufzubauen nach dieser Sache mit der Siri. Komm, wir gehen in den Supermarkt, paar Snacks kaufen. Ich habe eine Sprachnachricht gemacht, komm, vertrau mir. Hey Siri. Wer war das gerade? Niemand, das war niemand. Sag doch einfach. Es war wirklich niemand. Kannst du mir sagen, was ich mir zum Snacken holen soll? So kann es nicht weitergehen. Es war wirklich niemand. Oh Gott, das schreit sie gleich oder so. Es gibt nur uns beide. Das weißt du doch. Versprichst du mir das? Ja, ich wollte dich fragen, was ich mir zum Snacken holen soll. Ich bin gerade im Supermarkt und du kennst mich doch. Was für Snacks soll ich mir holen? Sag einfach. Du entscheidest heute. Ein Smoothie Banane Kokos. Ein Smoothie, okay. Und Chips Oriental und Oreo White. Boah, was? Ich liebe Chips Oriental und Oreo White. Du kennst mich so gut, Mann. Ich liebe dich. Danke. Du bist jetzt normal. Wenn man das Wort Camembert über den Clip drüber legt. Egal. Du musst dich nicht wundern, dass ich...
Was? So komisch bin. Wie komisch? Ja. Dass du mit dem Siri Kontakt hast? Nee, hab ich nicht. Doch, ich glaub schon. Die Leute haben auch gesagt, die dachten, du bist entweder besoffen oder bekifft oder hast deine Tage oder bist schwanger oder hast ADHS. Eins, drei. Es gibt Snacks, Leute. Und zwar habe ich mich für den Baked Cookie entschieden. Das ist ein Bestseller bei Magdeen. Und auf Bestseller kriegt ihr 35% Rabatt heute. Und dann habe ich noch einen Break Bar. Das ist mein Lieblingsriegel. Und wie können die die holen? Und in der Videobeschreibung mit Oscars Link und über den Link natürlich. Normalerweise esse ich auch MyProtein Snacks, aber heute nicht. Heute hat jemand für mich, also heute hatte ich Lust auf was anderes. Was hat heute jemand für dich? Heute hatte ich Lust auf was anderes, meinte ich. Ich dachte, du willst dich nur noch gesund essen. Genau. So läuft das. Aber genau so. Genau. Nein, for real? Ganz ehrlich, das ist wirklich gut gespielt, weil genau so in dieser Situation. Du sagst ein Wort falsch und dann die sowieso schon misstrauische Freundin. Ich habe das zum Glück, also nicht so. Das ist bei uns nicht. Aber ich kenne und ich hatte auch schon in der Vergangenheit Ex-Freundinnen. Dann lief das so. Und ich habe das auch schon mitbekommen bei anderen. Ein Satz, ein Wort verredet. Wieso? Ich dachte, da war nichts. Aha, okay. Und dann, RIP, da kommst du nicht mehr raus. Einfach, genauso wie vorhin, am besten einfach schon vorhin, wenn die im Auto schon den Blick aufsetzt, einfach rennen. Rennen und nie wieder zurückkommen. Ja, aber heute nicht. Deswegen habe ich einmal Oreo White, die Snow White Edition. Oh. Und meine Lieblingschips Oriental und ein Smoothie hier. Ja, die Smoothies liebt er echt. So heftig, oh mein Gott. Und hier bin ich. Das sind mit die besten Süßigkeiten hier weltweit. Bin ich. Die sind so heftig und hier bin ich. Danke, Mandy. Das ist der beste Smoothie weltweit. Irgendwas ist halt anders. Darf ich einen essen? Eigentlich sind sie für mich. Warum? Eigentlich sind sie für mich. Hallo, du teilst uns auch immer dein Essen mit mir. Na gut. Diese Chips kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. So sehen die aus. Dieser Cookie mit dem Aufstrich. Warte, ich hol den mal. Hoffentlich checkt sie. Das ist die beste Kombi. Und zwar diesen Proteinaufstrich mit dem Cookie. Okay. Uff. Boah, sieht gut aus. Hey Siri. Ja? Was soll ich zum Abendessen essen? Das kommt darauf an, wonach dir der Sinn steht. Er hat mir das einmal erklärt, wie er das gemacht hat. Aber ich weiß bis heute nicht, wie er das. Wie macht man das, dass die das labert, was du willst? Ich weiß es nicht. Labert der da irgendwas rein? Macht dann einen Cut oder. Keine Ahnung. Wenn du magst, suche ich nach einem Restaurant für uns beides. Siri, flirtest du etwa wieder mit mir? Sollen wir es rausfinden? Ja, das hört sich echt verlockend an, aber die Restaurants haben leider zu. Sag am besten was, was ich bestellen kann. Croc Salami vielleicht. Oh ja, Croc hört sich echt gut. Hat hier jemand Croc gesagt? Nein, Wer ist das Kurve? Redest du etwa mit Siri? Was? Wer ist das was? Wer ist das was? Croc hört sich echt gut. Hat hier jemand Croc gesagt? Nein, Wer ist das Kurve? Hat sie gesagt, Digga, wer ist das Kurve? Redest du etwa mit Siri? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Ach krass, okay gut, das heißt Oscar macht quasi jetzt die Videos so, wirklich so auf RTL 4 mäßig, dass er jetzt die Videos so richtig gespielt macht und halt quasi erstmal gar nicht mehr real. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Real Talk, ich habe den ersten Teil deutlich mehr gefühlt. Also ich fand den ersten Teil viel aufwendiger, da waren so eingebaute Tick, Digga, also schaut euch einfach den ersten Teil an, der war wirklich vom Aufwand her ganz krass. Also wirklich, da war ich echt baff. Da habe ich den Hate überhaupt nicht verstanden. Hier hätte ich noch ein bisschen mehr Action oder ein bisschen mehr so schauspielerische Sachen noch erwartet, dass noch ein bisschen mehr passiert, weißt du? Weniger so Zeit dazwischen ist. Es waren jetzt 14 Minuten das Video. Ich hätte noch ein bisschen mehr Action erwartet. Aber für mir gibt es trotzdem einen Daumen nach oben.